Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tram Simulator Urban Transit. Ja, weiter geht's. Wir haben eine neue Mission in der letzten Folge reinbekommen und zwar sollen wir eine neue Route erstellen. Wir sollen die Stadtteile Millbrook, Baytree, Copperpot und Greenwood mit einer ausgeglichenen Route verbinden. Das heißt, es ist einmal quasi hier Millbrook, Baytree, Copperpot und Greenwood. Ja, das heißt, wir müssen hier eine schöne Route erstellen. Würde ich sagen, machen wir einfach mal neue Route erstellen. Dann haben wir Route 3. Und da tun wir jetzt irgendwas Ausgeglichenes erstellen, genau. Gut, wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen hier Millbrook an. Ist nur eine Haltestelle. Hat man sehr schnell hochgelevelt, sehr wahrscheinlich. Aber das bringt uns nicht ganz so viel. Wir sollen ja Baytree oder Greenwood hochleveln. Ich glaube, Baytree ist man aber ein bisschen schneller. Aber mal gucken, wie unsere Linie so verläuft. Ich würde gerne hier andersrum beginnen. Genau, dass wir hier so entlang fahren. Dann erstmal hier runter. Können dann nicht. Ja, dann müssen wir da oben vorbei. Ist nicht nice, aber kann man machen. Dann vielleicht hier runter oder wollen wir hier durch? Also mal ganz schön am durch die Gegend schlängeln. Dann würde ich sagen, machen wir die schnelle Tour. Einmal dann hier durch. Dann können wir ja von mir aus. Ah, kann ich da nicht andersrum anfahren? Geht nicht. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich doof. Wegen Ausgleich und so. Da kann ich auch nicht andersrum reinfahren. Puh, das ist natürlich echt unpraktisch. Na gut, dann machen wir hier einfach nur einen Bogen außenrum. Dauert halt mit dem Hochleveln dann wahrscheinlich ein bisschen länger. Da sind wir im Baytree, glaube ich, doch ein bisschen flotter unterwegs. So, wir müssen aber ja, gucken, weil so können wir die Route nicht lassen. So können wir die auf jeden Fall nicht lassen, weil die ist bei weitem nicht ausgeglichen. Das heißt, wir müssen hier einige Stops entfernen. Was echt ärgerlich ist, weil wir fahren eh an den Haltestellen vorbei. Ja, das ist das Doofe. Ja, die müssen wir lassen. Hier würde ich auch gerne so viel wie möglich lassen. Dann würde ich fast hier die ein oder andere entfernen. So, dann sind wir aber immer noch nicht ausgeglichen. Ärgerliche Sache. Also ich setze mir als Hauptziel Baytree hochleveln. Das heißt, die Haltestellen, da müsste ich theoretisch alle mitnehmen. Können wir aber nur mit einem bösen Kurve machen. Aber wäre vielleicht ganz praktisch. Komm, dann machen wir das so. Dann tun wir hier die Kurve, zack, bumm, zurück. Einmal im Kreis, macht nichts. Könnten auch theoretisch erstmal da oben hinfahren. So einen Bogen und dann hier nochmal stoppen. Ist aber eigentlich egal, wir fahren sowieso einmal leer dran vorbei. Und das wäre einmal komplett kompliziert. Okay, nee. Also Baytree wollen wir hochleveln auf Stufe 2. So, wir sind aber immer noch nicht ausgeglichen. Das heißt, ich würde Greenwood hier sogar noch eine Haltestelle entfernen. Aber das, die wollen mich zwingen, dass ich hier weniger Haltestellen anfahre. Die wollen mich zwingen. Ich mag es nicht, wenn man mich zwingt. Das ist doof. Ja, gut. Was sollen wir machen? Ich muss ja eine entfernen. Dann würde ich die wegmachen. Das ist echt ärgerlich. Können wir zwei Haltestellen nicht anfahren, müssen wir die anderen höher leveln. Puh, das gefällt mir auch hier nicht. Was soll ich machen? Uns bleibt nicht viel anderes übrig. Nein, nicht automatisch zuweisen. Wir kaufen jetzt nochmal eine neue Tram. Oder? Was haben wir? Wie viel Fahrzeug haben wir denn überhaupt? Ich habe gar keine Ahnung. Ich glaube 3. Oder? Irre ich mich da jetzt? Wir haben einmal das Fahrzeug. Genau, wir haben einmal das. Und einmal das. 3 Stück, 3 Linien. Müsste eigentlich passen. Aber die sind noch nicht zugewiesen, weil wir das, glaube ich, noch gar nicht können. Oder können wir das mittlerweile? Oh, wir können das mittlerweile. Ja, dann weisen wir doch erstmal ein paar Fahrzeuge zu, oder? Das ist jetzt Route 1. Route 1 war die kleine. Dann können wir da auch das kleinere Fahrzeug nehmen. So, zack, bumm, passt. Route 2 würde ich dann sagen, nehmen wir... Ja, theoretisch, das Fahrzeug ist dafür zu klein. Eigentlich. Etwas. Touristenlinie. Passt. Lassen wir so. Wir kaufen uns auf jeden Fall noch Straßenbahn dann. So, Vollzeitfahrzeug würde ich dann gerne... das Fahrzeug zuweisen. Ist eigentlich auch ein bisschen groß für. Ich will aber jetzt halt eigentlich kein Geld für weitere Straßenbahnen ausgeben momentan, weil
Ich würde gerne ein bisschen Geld zurückhalten für dann die, wenn die verfügbar ist. Oder die. Oder halt die. Die kostet ganz schön viel. Ich meine, wir haben zwar ein bisschen Geld. Aber ich weiß ja jetzt nicht, wie schnell wir hier durchkommen. Naja, so. Route 3. Jetzt fahren hätte ich gerne die Dram. Die modernere. Etwas einfachere. Genießt du die Fahrt oder fährst du lieber selbst? Ich würde gerne selbst fahren, aber fahr erst mal über die Weichen hier drüber. Das sieht ziemlich kompliziert aus. Hier, viel Spaß. Danke. Ach ja. So, Licht. Das ist die Kabine. Wir haben doch auch irgendwo... Ne, das ist das. Das ist auch Fahrgastraum wahrscheinlich. Das ist alles Fahrgastraum. Da. Gefunden. Gefunden. Jetzt ist hier mal dunkel drin, ne? Ansonsten, da hinten müsste eigentlich das Licht noch an sein. Ja. Da ist das Licht noch an. Also man kann wirklich auf die Cams draufklicken und dann hat man halt die Ansicht von der Kamera. Wäre halt schöner, wenn man das auf den Monitoren direkt sehen würde, aber ja, vielleicht performance-technisch so gemacht, ich weiß es nicht. Falls ich übrigens gerade ein bisschen anders klinge, ich habe einen Hustenbonbon im Mund, also sonst, ich habe gerade eben schon die ersten zwei Folgen aufgenommen und ich war ständig nur am Muten und habe, glaube ich, einmal auch gemutet gelassen, obwohl ich eigentlich geredet habe. Ja, deswegen jetzt ein bisschen den Hals beruhigen und dann muss ich weniger husten. Und dann, ja. Boah. Gerade noch im letzten Moment gesehen, dass wir hier links lang müssen. Uiuiui, das hätte beinahe schon wieder einen Umweg bedeutet. Da schwebt ein Schild. Nur mal so nebenbei erwähnt. Öffne das Kartenmenü. Warum soll ich das Kartenmenü öffnen? So, 15 km/h müsste passen. Oh, ich bin zu spät. Boah. Boah, Leben am Limit. Wie knapp sind wir? Boah, geil. Nice. Scheiße, nee, war das knapp. Scheiße, nee, war das knapp. Huh. Geht ja schon wieder direkt gut los. Geht ja schon wieder direkt gut los. Okay, hier geradeaus, das passt. Ah, da vorne ist unsere erste Haltestelle. Da haben wir diese Busspur. Die kennen wir ja schon. Oh, eben gerade sind wir kurz abgehoben. Okay, das ist das Gebiet. Oder wir sind jetzt in dem Gebiet unterwegs, in dem wir das Stadtteil quasi auf Level 2 bringen wollen. Zahltag. Jawohl. Kann man hier schon irgendwas hochleveln? Oh, knapp. Knapp, 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 knapp. Naja, heißt nochmal anfahren, dann können wir das vielleicht schnell auf Level 2 bringen, müssen aber auf Level 3 wahrscheinlich hoch. Man hat hier aber echt die Kasse entfernt. Was ich gut finde. Das hatte mich nämlich im Bus-Simulator Dram-DLC so ein bisschen verwirrt. Was heißt verwirrt? Mir wurde in den Kommentaren gesagt, es gibt tatsächlich Drams, in denen verkauft der Ticket, der Fahrer noch Tickets. Ich persönlich kenne das nicht so, ehrlich gesagt. Ich kenne das nur mit getrennten Kabinen quasi zum Fahrgastraum hin. Also für mich war das neu. Ich finde es schön, dass man jetzt hier die Kasse entfernt hat. Weil ich einfach der Meinung bin, dass es so ein... Ja... gängigeres System. Und ich meine, das hat mich hier eh gewundert, weil der Fahrgastraum ist auch abgetrennt vom Fahrerraum hier. Also das mit der Kasse hat mich immer so ein bisschen verwirrt. Die haben da durch die Scheibe durchgesprochen.
Das fand ich immer ein bisschen komisch. Wertgegenstand vergessen. Wer hat einen Wertgegenstand vergessen? Und wo und wie und warum und wieso? Ich sammle für eBay. Oh, schöner Bus. Nein, natürlich, wie immer, wird im Depot abgegeben. Dann kann das da abgeholt werden. Ja, öffne das Kartenmenü. Warum soll ich das Kartenmenü nochmal öffnen? Hatte ich heute schon 30 Mal. Irgendwie wird die Hilfe nicht entfernt. Millbrook Square South. Alles klar. Oh oh. Boah. Das war ungemütlich. In der einen Kurve eben. Ja, manche Stellen wird man irgendwie gefühlt auch 50 km/h schneller als eigentlich sonst. Und dann gehst du voll in die Eisen und merkst du, hä, wir fahren doch eigentlich nur 15 km/h. Wie jetzt zum Beispiel. 18 km/h. Das ist jetzt wieder die normale Geschwindigkeit. Es ist einfach ein Kampf. Sorry, aber das ist manchmal echt ein Kampf. So. Zu spät. Immer noch zu spät, aber wir fliegen doch stellenweise über die Kreuzung hier. Was soll ich noch anders machen? Noch schneller vielleicht den einen Ausstiegsprozess abfertigen. Das kann man tatsächlich machen. Das sollte gehen. Erstmal schön durch die ganzen Bäume durchfahren. Gut, hier müssen wir dran vorbei. Das ist eine der Haltestellen, die ich nicht anfahren darf. Ist auch interessant. Hier kannst du die Glocke gedrückt halten. Dann klingelt die ganze Zeit. Das ging jetzt bei der historischen Straßenbahn nicht. Da musstest du immer wiederholt drücken nach dem Kling-Kling. Hallo, hi. Hallo, hi. Tschüssen. Ja, versuchen den Abfertigungsprozess noch ein bisschen schneller zu machen. Beschleunigt wird jetzt auch mit Sanden. Was? Ich denke, er ist immer noch krank. Ach komm, du warst wieder im toten Winkel, beziehungsweise der Spiegel hat einfach nicht aktualisiert. Wie soll ich denn dich da sehen? Ich habe meine Hände an der Tastatur. Nicht an der Maus. Kann mich hier nicht umgucken. Haben wir einen kleinen Unfall gebaut mit einem Auto neben uns. Einfach nicht sehen konnte. Da kommen wir dran vorbei. Das war bei der historischen Straßenbahn wirklich angenehmer, dadurch, dass man halt ja nicht diese harten Säulen da hatte. Führen da wirklich dann Gleise über den Highway? Die reden ja die ganze Zeit schon davon, aber wirklich? Ich frag nur. Wirklich? Was war denn das schon wieder für eine Aktion eben? Da haben auch nur ein paar Zentimeter gefehlt, glaube ich, bis zum Crash. Aber das würde ich ein bisschen merkwürdig finden, wenn die Straßenbahn tatsächlich über den Highway fährt. Hast hier überall so noch platziert, quasi, dass da Baustellen sind, aber... Nein, lass die Baustelle, lass die Gleise weg. Also finde ich persönlich. Das Schild schwebt auch. Und ich kann die
meine Mutter anrufen. Oh, Ansgar, Endplay. Gerade im Hintergrund gesprochen. Naja, ich denke, ich gehe dann mal essen. Jemand ist unterwegs angeblich eingeschlafen. Müssen wir gleich mal gucken. Sagt die Zeit. Die Zeit sagt kaputt. Es ist natürlich schön. Da fehlt ein bisschen was bei der Zeit. Wer ist eingeschlafen? Wer schläft? Haben Sie ein Ticket? Sehr schön. Boah, 686.000. Huiuiui. Sind Sie eingeschlafen? Schlafen Sie? Haben Sie ein Ticket? Ticket? Schlafmütze. Oh. Hallo? Ich wollte mich gar nicht hinsetzen. Mein Enkel hat einen neuen Hund, den Sie sehr lieb haben. Ich hab's eilig. Wir müssen weiter. Laut Fahrplan bist du zu spät. Ja. Bleib links. Ich ramm dich. Bin schwerer wie du. So. Oh, das ist wieder so eine Stelle. Bei der man gern mal zu spät sehen kann, wo eigentlich die Fahrt wirklich hingeht. Weil man kann ja auch ohne Sicht einfach schon mal die Tasten drücken, in welche Richtung man eigentlich fahren möchte. Dann stellt sich normalerweise die Weiche, egal wie weit du weg bist von der nächsten. Kann man machen, aber man denkt halt auch nicht immer dran und guckt die ganze Zeit auf die Minimap, wo jetzt eigentlich die Fahrt lang geht. Öffne das Kartenmenü. Ja, und dann bin ich im Kartenmenü. Route erstellen. Ja, ich hab doch schon eine erstellt. Da. Ich hab doch schon eine erstellt. Aber es wurde nicht akzeptiert, so wie es aussieht. Super. Fällt mir ja jetzt erst auf. Das ist doch für'n Arsch. Das Spiel wollte das, dass ich das mit einer anderen Taste mache. Deswegen akzeptiert es das gerade nicht. Ja gut, wir fahren trotzdem jetzt weiter, weil wir eine Haltestelle noch hochgelevelt bekommen. Und dann folgen wir dem Spiel. Wir öffnen dann nochmal das Kartenmenü. Wir entfernen die Route 3, die wir hier erstellt haben. Erstellen dann eine neue Route 3 mit genau der Taste, die das Spiel dafür möchte. Und erstellen die gleiche Route nochmal. Sowas liebe ich ja immer. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht, aber normalerweise die Orts- oder die Stadtteile habe ich verbunden und ausgeglichen ist die Route auch. Deswegen kann das eigentlich nicht sein. Denke ich mal. Aber wir frühstücken jetzt wenigstens hier nochmal die Haltestellen ab, weil dann sind die schon mal auf Stufe 2. Dann kann ich vielleicht die Route nochmal ein bisschen anders designen. Und dann kriegen wir die anderen Haltestellen vielleicht auch hochgelevelt. Und dann haben wir ein bisschen getrickst. Ups, falsche Taste. K ist Fernlicht, gut zu wissen. G war die Rampe, ja. Die Rampe, die im Boden verschwindet und gar nicht mehr sichtbar ist. Das sah gerade schön aus, oben rechts. So. Ups, außerdem auf die Glocke noch gekommen. So, jetzt können wir normalerweise die Haltestelle hochleveln. Zack, haben wir somit. Jetzt machen wir gleich nochmal bei der nächsten. Oh, oh, oh. Bei Abfahrt Glocke läuten gibt eine positive Bewertung. Warum soll ich das machen?
Macht das eine Straßenbahn in der Realität, wenn sie anfährt? Nee, oder? Ich weiß nicht, ich wohne nicht in einer so großen Stadt. Die nächstgelegene Stadt, wo Straßenbahnen fahren, ist Frankfurt am Main. Aber da beschäftige ich mich auch recht wenig mit dem Thema. Und aus anderen Spielen kenne ich das nicht. Also keine Ahnung. Ja, schön vor der Tram über die Straße mit dem Rolli. Ja, klar. Rampe wieder einfahren? Ja, klar, die unsichtbare Rampe fahren wir wieder ein. Die im Boden versunken ist. Jetzt geht's weiter. Jetzt will ich aber gerade noch was gucken. Also die können wir jetzt auf Stufe 2 bringen. Da fahren wir dran vorbei. Die könnte man noch und die könnte man noch. Ja, ich würde sagen, komm, wir fahren trotzdem jetzt erstmal nochmal weiter. Bis wir hier aus dem Gebiet wieder raus sind. Dass wir jetzt die nächsten 2-3 Haltestellen noch abfrühstücken. Dann kriegen wir die Punkte. Dann, wie gesagt, öffne ich das Kartenmenü, wie oben angezeigt wird. Lösche die Route 3, die wir erstellt haben. Erstelle dann eine neue Route 3. Mit genau der Taste, die das Spiel vorgibt. Verbinde dann die Stadtteile fast nochmal genauso, wie wir es jetzt schon haben. Nur, ich fahre dann die anderen Haltestellen an, wenn möglich. Die jetzt noch kein Level hochbekommen haben. Und dann... Ja, sind wir, glaube ich, so schneller durch. Oder wir nehmen nochmal die gleichen Haltestellen, weil die haben vielleicht schon ein paar Punkte plus, dass wir dann nur noch einmal anfahren müssen. Oh, heilige Sch... Ja, das ist dieses Kurvenverhalten, was ich meine. Mal bist du extrem langsam, mal bist du einfach wegkatapultiert. Das ist im DLC so, für den Bussimulator und jetzt hier in dem eigenständigen Spiel genauso. Das ist ein komischer Bus. Naja, ich muss zum Bingo. Ja, nee, komm, wir fahren die gleichen Haltestellen nochmal an, weil da sind wir schon fast auf Level 3. Das geht schneller, als wenn wir dann die Haltestelle und die noch 2-3 Mal anfahren. Genau. Hupe geht, probier mal Licht. Also die nächste Haltestelle fahren wir noch an. Dann sind wir raus aus dem Gebiet, welches ich hochleveln möchte. Fahrgast muss aussteigen. Ja, wir halten doch jetzt gleich. Warum jetzt nochmal stehen bleiben? Da halten wir doch. Ja, Haltewunsch. Ist akzeptiert, wir bleiben ja stehen. So. Machen wir die Türen auf. Haltestelle kann ausgebaut werden. Somit sind wir da auch auf Stufe 2. Gut. Damit wir aber das Spiel jetzt glücklich machen. Verlassen wir den Fahrersitz. Verlassen die Route. Wir gehen hier in die Routenplanung, sagen Route 3 löschen. So, jetzt sagen wir hier Route erstellen. Das Spiel möchte es so. Jetzt verbinden wir, fangen wir nochmal an, Millbrook. Millbrook ist hier mit Baytree. Wir fahren, wie gesagt, die gleichen Haltestellen an, weil es meiner Meinung nach schneller nach oben geht. Also die Haltestelle, dann fahren wir weiter. Ah, nein. Ich glaube, ich hatte die Haltestelle entfernt, oder? Vorhin. Kann das sein? Ich glaube, ja. Die muss aber dabei bleiben. Sonst haben wir ein Problem. Oder hatten wir die dabei? Ich weiß es nicht. Weil sonst hätte Copperpot gefehlt. Und Copperpot, wenn Copperpot fehlt, ist die Aufgabe nicht komplett. Das kann natürlich sein. So, jetzt nehmen wir die Haltestelle noch. Und dann sind wir ausgeglichen. Die habe ich jetzt weggelassen.
Erstmal. Können wir auch andersrum. So. Ah, ist beides nicht so schön. Wobei, geradeaus ist immer schöner eigentlich mit der Straßenbahn. Ja. So ist ausgeglichen. Wir haben Copperpot auf jeden Fall mit dabei. Ich glaube, ich hatte Copperpot vergessen. Hatte ich entfernt, weil das punktemäßig nicht aufgegangen ist. Jetzt haben wir aber auf jeden Fall Greenwood dabei. Wir haben Copperpot und das. Okay, das war wahrscheinlich Ärmel mein hochgekrempelt Fehler. Hochgekrempelt und den Fokus auf die Weiterentwicklung dieser Stadtteile. Wir sollten die Haltestellen in dieser Gegend ausbauen, um das Wachstum zu fördern. Je mehr Tramstops wir in den betreffenden Stadtteilen anfahren und weiterentwickeln, desto schneller wird sich der gesamte Stadtteil weiterentwickeln. Lassen Sie uns loslegen. Gemeinsam werden wir diese verschlafenen Vorstädte in pulsierende Communities verwandeln. Ja, machen wir so. Ja, ich glaube, das war eindeutig mein Fehler. Ich hatte den einen Ortsteil entfernt, weil ich die Haltestellen ausgleichen musste und hab's nicht gemerkt. Mein Gott, passiert. Man macht halt ab und zu mal Fehler. So. Oh, oh, bisschen schnell. Wow, 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 wow. Haltet euch fest, liebe Fahrgäste. So. Das Schöne ist, wir sind jetzt... Ja, wobei, wir sind Haltestelle 2, South Mall East. Ja, okay. Muss ich gleich nochmal genau gucken, wo das war. War das das hier hinten? Okay, dann haben wir jetzt gleich die Haltestellen, die wir wieder hochleveln wollen. Gut, passt. Finde ich gut. Boah, wir sind viel zu früh. Und ich muss hier gar nicht halten, oder? Nee, muss ich auch gar nicht. Sehr schön. Ich bin einfach mal stehen geblieben. Naja, freundlich. So, jetzt wieder volle Konzentration auf das Spiel hier und volle Konzentration auf die Mission. Nein. So viel zum Thema volle Konzentration. Ich wollte gerade sagen, irgendwas passt gerade nicht mit der Weiche. Ah, Gott. Wenn mal was verbockt, dann richtig. Wie sind wir jetzt schneller wieder gewendet? Navi sagt, weiß ich nicht. Links entlang, nochmal links, dann wieder links. Keine Ahnung, wir probieren's. Ja, da vorne jetzt wieder links, dann nochmal links. Ja, wir haben 7 Minuten Zeit, da hinzukommen. Festhalten. Ja, es wird ja nicht bewertet, wie ich hier gerade fahre. So. Aber das Gute ist, wir haben es zwar verbockt mit der Routenplanung, aber es hat ja keinen negativen Nachteil. Wir müssten ja eh die Haltestellen hochleveln und hätten wahrscheinlich die Route auch nochmal angepasst oder vielleicht hätten wir es auch so gelassen, aber wir hätten trotzdem hier im Kreis fahren müssen. Also wir haben keinerlei Verlust dadurch gehabt. Nur, dass wir halt jetzt erstmal wieder zur Haltestelle hinfahren müssen, wo es losgeht. Das ist vielleicht der einzige Zeitverlust, den wir haben, aber wenn das alles ist, ist das nicht schlimm, weil... Ja, das macht nichts. Die 2-3 Minütchen. Wow, 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 wow. Bremse, Bremse. Schön die ganze Autoreihe vorgeschoben. Das wollen wir natürlich nicht, aber kann passieren. So, jetzt noch hier durchfahren und dann sind wir schon an der Haltestelle. Ja, ich bin zu schnell, ich weiß. 30 ist hier maximal erlaubt. Wir müssen eigentlich Vorfahrt gewähren, aber ey. So, wir gehen mal ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit, bevor ich wieder Schimpfe kriege. Das Gute ist, wir fahren hier sogar eine Haltestelle an, die wir hochleveln wollen. Das heißt, die müsste jetzt eigentlich direkt auf die nächste Stufe kommen. Endstation, genau. So, Haltestelle kann ausgebaut werden. Super. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Ja.
dann wäre, wir sind da jetzt auf Stufe 3. Also es wäre, die wäre jetzt auf Stufe 2 theoretisch. Die andere ist auf 2, die ist auf 2. Die ist gleich auch auf 3. Dann ist die auch auf 2. Okay, das haben wir gleich. Wenige Sekunden, das schaffen wir auf jeden Fall in der Folge noch. Gut, Zahltag kann weg. Türen zu. Wertgegenstand vergessen. Ja. Ach, komm. Gucken wir halt danach. Wir sind eh zu früh. So, fürs Depot. Hat er gerade einen fahren lassen hier? Das hat irgendwie gerade... Was war das für ein Geräusch? Ja, ich hoffe, ihr habt das auch gehört. Das hat sehr merkwürdig geklungen. Genau, wir fahren jetzt hier einmal Millbrook rein. Fahren da die eine Haltestelle an, fahren wieder raus. Sind in dem Gebiet, wo wir hochleveln wollen. Und schwuppdiwupp sind wir da auf Stufe 2 von dem Stadtteil. Und damit, ja, sind wir durch mit der nächsten Mission. Ich bin mal gespannt, wie viele Missionen es wirklich insgesamt sind, weil in der Beschreibung steht über 10 Missionen. Wenn man das ganze Tutorial und, was heißt Tutorial, so richtig Tutorial hatten wir ja nicht, aber wenn man jetzt die ganze Mission schon mal so durchrechnet, haben wir schon die Hälfte durch, oder? Ich weiß es nicht, aber wir haben schon, wir sind also recht zügig vorangekommen, finde ich persönlich. Und der Fehler hier jetzt hat vielleicht eine Minute oder zwei Schaden angerichtet. Also nicht ganz so viel. Wir müssen nicht nach links, wir müssen geradeaus. Das hatten wir ja eben angepasst, dass wir weniger abbiegen müssen. Dann kann nämlich auch weniger schief gehen. Weniger abbiegen, gleich weniger schief gehen. Jetzt lassen wir uns einfach mal rollen, weil es geht ja eh abwärts. Durch die Bäume durch. Ich kündige mal an, dass wir kommen mit dieser Glocke. Wird man wahrscheinlich nicht so ganz wahrnehmen. So. Jetzt mal drüber über die Kreuzung. Ach so. Hat gerade wieder so ein bisschen hell geblendet hier drinne. Gut. Können wir hochleveln. Oder? Ja, Haltestelle kann ausgebaut werden und somit müssten wir eigentlich Baytree Level 2 haben. Genau. Aufgabe abgeschlossen. Ich habe in letzter Zeit immer mehr positives Feedback über Ihre Arbeit erhalten und ich wollte es mit Ihnen teilen. Gerade hat mich Mira angerufen und uns gratuliert. Erinnern Sie sich an sie? Sie lebte hier in Angel Shores, aber hat ihren Traum verwirklicht und besitzt jetzt ihren eigenen Blumenladen an der Ostküste. Nun hat sie von ihren Freunden gehört, wie gut unser Straßenbahnnetz funktioniert. Sogar mein Sohn Steve Junior ist jetzt überzeugt, dass Straßenbahnen rocken. Er trauert den Bussen kaum noch nach. Das spricht für die großartige Arbeit, die sie leisten. Apropos Familie, mein Papst hatte letzten Sonntag eine ziemlich interessante Geschichte zu erzählen. Er hat von der Straßenbahn zum Hafen geschwärmt, die er früher bediente. Er und seine Kumpels haben morgens Leute aus ganz Angel Shores zur Arbeit und abends wieder nach Hause gebracht. Er behauptet, das seien damals die meistgenutzten und beliebtesten Routen gewesen. Ich denke, wir sollten das nochmal aufgreifen und die Vororte und Wohngebiete mit den Zentren in Pecunia, dem Hafen und sogar Oakwood verbinden. Eine einzige Route wird dafür wahrscheinlich nicht ausreichen, aber ich bin sicher, Sie können wieder etwas Passendes ausarbeiten. Alles klar, das ist jetzt mal eine etwas anspruchsvollere Aufgabe. Und zwar sollen wir... Moment, ich verlasse gerade mal die Tram. Bevor wir uns die Aufgabe nochmal angucken, lass mal jemanden übernehmen und setz mich mal einfach hier irgendwo hin. Oh, nein, nicht am Fahrkarten fragen. Du sollst dich hinsetzen. So, von mir aus ganz hier hinten hin. Hallo. Gucken wir einfach mal. Also, wir sollen eine Verbindung zu den Hauptverkehrszeiten am Morgen und Abend zwischen West Oakwood, das heißt hier Oakwood, St. Anthony, Lakeside View und Highlander Park erstellen. Das heißt einfach eine Route, die hier das komplette Gebiet zu den Stoßzeiten morgen oder abends oder beziehungsweise morgen,
morgens und abends, also zur Dämmerung wahrscheinlich, ja, Fahrgäste befördert. Das heißt, hier das komplette Gebiet einmal. Und wahrscheinlich das gleiche nochmal hier drüben oder so ähnlich. Wir haben hier drüben Auris Harbor, haben wir hier. Dann haben wir Picunia, Millbrook, das haben wir hier unten, Baytree und Greenwood. Das heißt, wir müssen hier eine Route erstellen, die hier durchfährt, dort durchfährt, da, dann hier und hier oben. Okay, das wird von der Planung her ein bisschen schwieriger. Da wahrscheinlich werde ich diese Aufgaben tatsächlich dann wirklich ohne Aufnahme dann vorplanen. Die dann halt zu den Hauptverkehrszeiten oder zur Stoßzeit halt dann Abend oder morgen, morgens, ja, gut benutzt werden. Also zu Arbeitszeiten rum oder zur Hauptverkehrszeit. Da müssen wir hier Baytree noch auf Stufe 3 bringen. Da sind wir gut dabei. Wenn wir jetzt vielleicht eine Linie erstellen, dass wir doch mal die anderen Haltestellen hochleveln oder so. Wobei, wenn wir die anfahren, ist die auch mit rasend schnell wieder auf Level 4 und so weiter. Ja, müssen wir mal gucken. Und Baytree wäre genau wo? Ah ne, das ist Baytree. Entschuldigung, ich war gerade hier Greenwood. Ne, Greenwood war hier unten. Entschuldigung. Greenwood haben wir hier. Baytree haben wir hier. Das wollen wir, oder das werden wir wahrscheinlich nicht hochleveln, denke ich mal. Da sieht es auch noch ganz schlecht aus. Ich glaube, mit Baytree sind wir schneller. Also wahrscheinlich werden wir wieder uns hier drauf fokussieren. Mal gucken, wie wir die Routenplanung hinbekommen. Und dann sollen wir Lakeside View oder Highlander Park auf Stufe 3 bringen. Lakeside View fahren wir aktuell noch überhaupt nicht an. Müssen wir mal schauen, was wir da für eine Route erstellen, dass wir hier schön viel abfrühstücken oder halt Highlander Park. Highlander Park haben wir aktuell auch noch nicht so viel, aber das Transit Terminal zählt halt dazu. Das heißt, man könnte jetzt hier sogar schon auf Stufe 4 gehen. Ja, und bei den anderen Haltestellen muss man halt auch noch gucken, ob man die irgendwie hochgelevelt bekommt, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber da haben wir auf jeden Fall, beziehungsweise habe ich sehr viel Planungsarbeit und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ich die ganzen Routen hier geplant habe. Dann können wir die ganzen Routen besprechen und dann legen wir los, fahren wir durch die Gegend, befördern 40 Fahrgäste, sollen wir auf jeder Route machen. Und dann geht's weiter mit der nächsten Mission. Genau. Ja, ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde sehr weiterhelfen. Ja. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.